Hallo, ich habe gehört, du bist das auserwählte Wesen. Jetzt kann unser Dorf vielleicht gerettet werden. Kannst du mir sagen, wo ich helfe? Was machen die Händler? Es ist schön, dich zu sehen. Ich muss jetzt gehen. So, was haben wir denn hier? Der Neffen Fergus, weinend über irgendetwas, wie immer. Der Brunnen muss repariert werden. Reparieren. Du reparierst den Brunnen, du erhältst 100 Erfahrungspunkte. Du hast den Brunnen repariert, du hast es geschafft. Ja, wahnsinnig. So, dann berauben wir erstmal unsere Dorfälteste. So, danke für das ganze Scheißzeug hier. Und haben wir nochmal ein Safe rein. So. Herzlichen Glückwunsch, auserwähltes Wesen. Du hast den Tempel der Erprobung überlebt. Ja. Bist du bereit für deine Aufgabe? Ja, danke. Was hattest du vor? Wolltest du mich in den Tempel umbringen? Natürlich. Dann Du ist gleich hast es Größe. erlebt. Das auserwählte Wesen darf nicht schwach sein, sonst bist du bereit für die Suche? Ich habe die Prüfung bestanden. Klar bin ich bereit, Alte. Dann nimm diese Flasche. Sie ist aus dem heiligen Bunker 13. Vic, ein Händler aus Klamath, hat sie uns gebracht. Vielleicht weiß er, wo der Bunker ist. Möglicherweise brauchst du auch ein wenig von dem, was man Geld nennt. Hier. Ah ja, 152 Korken hat sie uns gegeben, Dankeschön. Kannst du mir noch irgendetwas sagen? Brauchst du? Erzähl mir mal was über das Geek. Es ist ein heiliges Artefakt. Das Garten Eden Erstellungskit. Die Disks versprechen blühendes Land und florierende Dörfer. Es wird uns retten. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, muss ich noch mehr wissen. Was weißt du? Wie komme ich nach Klamath? Klamath liegt im Osten. Ah ja, danke. Die Wegbeschreibung war sehr Was genau. brauchst Wo du? befindet sich Bunker 13? Die heilige 13? Ich kann dir nicht helfen. Nur der Bunkerbewohner wusste dies. Seine Geschichten verheißen eine bedrohliche Reise. Ah ja, ich sehe schon. Ich muss noch viel in Erfahrung bringen. Was brauchst du? Wenn ich mir recht überlege, brauche ich jetzt gar nichts mehr. Tschüss. Ja, die ist wirklich ein bisschen nutzlos, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier noch? Der Typ ist auch ein ganz spezieller Fall hier. Der hier steht, das ist, vor dir steht Hakuin, der Schamane des Dorfes. Seine vom Wahnsinn umwölkten Augen mustern dich von irgend... Warte mal ganz kurz, Leute, ich muss mal kurz was machen. So, ja, bin ich wieder. Der Typ ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, auch so ein kleiner Spastiker. Ah, da ist eine Truhe. Wow, was ist denn hier los? Alles weggeraucht oder was? Naja, überzeugt euch selber. Sei gegrüßt, auserwähltes Wesen. Warum erwärmt sich die Erde, wenn du sie ber... Ja, du nimmst einfach zu viel. Genau. Ich breche nun auf. Ich hatte gehofft, dass du mal wie ein normaler Mensch reden würdest. Bin verletzt, kannst du mich heilen? Ah, der ist doch tatsächlich Auserwähltes nützlich. Wesen, die Gesamtheit deines Ichs gleicht einem gesegneten Land. Du meinst, ich bin geheilt. Enthüll in meinem trüben Blick den Grund deines Erscheinens. Ich bin gekommen, mich zu verabschieden. Ich begebe mich auf die heilige Die Suche. Erde singt von der Ankunft eines Helden. Würdest du mir, bevor du gehst, eine Gunst Klar, erweisen? Alter, was brauchst du? Die Pflanzen der dunklen Seele haben meinen Garten wieder befallen. Ich habe viele Sommer gesehen und bin zu schwach für diesen dauernden Kampf der Natur. Ich bitte dich, für mich in den Kampf zu ziehen. Es wäre mir eine Ehre, heiliger Mann. Also ich mache es ja gerne, aber ich möchte nicht so einen Scheiß erzählen. Hast du mich gerade ge darum gebeten, einen Garten zu jätten? Wenn ja, dann bin ich einverstanden. Mögen die Götter dich segnen, auserwähltes Wesen, und möge deine Aura mich beglücken, wenn die Erde wieder frei atmen kann. Ich schätze, du willst mich wiedersehen, wenn ich fertig bin. Das hättest du doch einfach sagen können. Ja. So, ich habe hier diesen super coolen Vault-Anzug. So, und jetzt tue ich speichern, denn die Viecher sind echt asozial. So, was haben wir denn da? Ja, natürlich habe ich zu wenig Aktionspunkte, um das Viech jetzt zu killen. So, verrecke.
Ja, am Anfang ist das richtig aufregend, die Kämpfe. Solange man noch keine Schusswaffe hat, dauern sie auch richtig lange. Ja. Was soll ich dazu großartig sagen? Ja. Keine Ahnung. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Er schaut so gut wie tot. Ein oder zweimal treffen noch. Ach komm, das ist doch echt eine Quälerei. Deswegen, wenn wir unsere erste Schusswaffe haben, es wird alles anders werden. Wir müssen uns diese ganze Scheiße hier nicht mehr reinziehen. Ach komm schon, mach hinne. Ja, du ziehst mir einen Trefferpunkt ab, wenn du mich triffst. Das ist schön für dich. 26%, das ist doch eine Verarschung, oder? Kann ich vielleicht von hier. Habe ich auch nur 26% zum Kotzen. Ich habe übel nur 26%, so ein Mist. Ja, klar, da kann mich das andere Viech dann noch angreifen. Ja, vielleicht noch öfters hintereinander verfehlen. Ich hab's doch gerade getroffen. Ja. Stirb! Pflanze. Oh Gott, bleibt noch eine ganze Pflanze übrig. Oh, die wir noch jetzt ungefähr fünfmal treffen müssen. Und bei der Chance zu treffen, dauert es wahrscheinlich drei Jahrtausende. Hat man eine Runde, da trifft man zweimal und dann trifft man wieder. Fünfmal hintereinander gar nicht. Oh doch, jetzt habe ich sogar. Spornpflanze wurde für 11 getroffen. Für 8. Die ist so gut wie tot. Einmal muss ich sie noch treffen, dann ist sie im Arsch. Komm schon. Ach, komm mach hinne. Ja, ihr seht schon, ich bin am Anfang auch ziemlich genervt. Solange wir nicht schießen können, werde ich noch öfters so genervt sein. So, wer ist das? Duma. Ein Stammesbruder. Hallo, ich möchte den Tempel nochmal sehen. Nimm den Weg zu meiner Linken aus der Welt des Wesen. Er führt dich zum eigentlichen Tempel. Durch den Eingang hinter mir gelangst du in die letzte Kammer. Ah ja, ich will aber nicht zum Tempel. Da drin gibt es nichts mehr für mich. Wen haben wir denn hier? Du siehst dein Junggesellen Nagor, aber du kannst seinen Hund im Rauch nirgends sehen. Okay. Cousin, ich bin froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Wobei brauchst du Hilfe? Rauch ist in die Jagdgenöll gelaufen und nicht zurückgekommen. Und jetzt lässt Mollis mich nicht nach ihm suchen und sagt, es sei zu gefährlich. Und er wäre ja nur ein Hund, aber ich wollte trotzdem gehen. Aber jetzt bist ja du da. Könntest du gehen, dann bekomme ich keinen Ärger. Sicher, aber wo sind die Jagdgründe? Bla bla bla. Jetzt erklärt er uns, wo die sind. Ich weiß es aber. So, und jetzt sagen wir schnell zu unserem. Ja. Den Geist des Bunkerbewohners auf die Erde zurück und lässt die Seele eines alten Mannes lächeln. Dafür gebe ich dir Heilpulver. Denke daran, sie benebeln die Sinne, während sie den Körper reinigen. Ja. Außerdem mische ich die Brockblume mit der Zanderwurzel. Wenn du beides zu mir bringst, mögen deine Wege stets die rechten sein und möge dein Herz dem folgen. Ja. Beinahe schade, dass ich gehen muss. Gerade fing ich an, dich einigermaßen zu verstehen. Bis dann. Kannst du mich vielleicht Ach, nochmal in heilen? deinem Garten steht alles zum Besten. So, Heilung. Du bist geheilt. Keine Lektion, kein unverständliches Gerede. Geht's dir wirklich gut? In meinem Garten steht alles zum Besten. Gott, ist das ein Trottel. Ja, der Typ ist schon nur für sich. So, jetzt tun wir nochmal speichern. So, jetzt müssen wir Rauch retten. Da ist übrigens Xanderwurzel. Und die habe ich früher nie gewusst, dass das Xanderwurzeln sind. Warte mal, wie schaut es denn aus? Wahrnehmung 7. Und da sind Brockblumen. Die sind etwas ersichtlicher, finde ich. Okay. Ist der nicht böse? Hey, der ist nicht böse. Ich töte es trotzdem. Gecko verfehlt. Ja, Gecko ist auch so eine Sache. Man kann sogar lernen, wie man Geckos die Haut abzieht. Und es gibt auch andere Geckos. Es gibt Feuergeckos und es gibt Goldgeckos.
Und das sind hier wirklich die ganz einfachen Kollegen, die können wirklich fast so gut wie gar nichts. So, komm, stirb. Also das sind wirklich die einfachsten Gegner, die treffen auch schlecht und wenn sie treffen, mein Gott, die machen jetzt 2 Schadenspunkte und das, obwohl ich keine Rüstung anhabe, also wirklich zu vernachlässigen. Gut, ich treffe auch nicht, aber 19%, willst du mich verarschen? Ach ja, der letzte Treffer muss immer so lange dauern. Komm, treff ihn. Ach komm. Also ganz ehrlich, wenn ich Pistole hätte, ich würde ihn viel öfters treffen. Er war doch jetzt schon so gut wie tot. Er sieht. Ah, das gibt's doch nicht. Gecko, stirb bitte. Triff ihn. Triff ihn. Komm. 19% ist auch ein bisschen wenig. Von hier habe ich auch nur 19%. Ich hatte doch vorher von irgendeiner Position mal mehr Prozente. Jetzt! Ja, nichts dabei. Oh Gott, dann sind hier noch 2 Geckos. Aber hier habe ich jetzt wieder 25%. Jo, Leute, gut, dann erzähle ich noch ein bisschen was über das Spiel, weil momentan seht ihr davon ja nicht besonders viel. Also, ich kann schon mal ein paar kleine Sachen, also vorwegnehmen für die Leute, die das Spiel zumindest nicht kennen. Es gibt in dem Spiel jetzt halt freundliche Ghule, es gibt freundliche Supermutanten, das ist ja auch was Neues. Da, gut, Fallout New Vegas gab es das auch schon, aber da Fallout New Vegas ist ja später rausgekommen wie Fallout 2. Nein, man muss sich noch treffen. Also wie gesagt, hier gibt es freundliche Supermutanten, es gibt freundliche Ghule und wisst ihr, was das richtig Geile ist? Es gibt sogar. Nee, das verrate ich jetzt noch nicht. Das wäre richtig gespoilt. Es gibt noch andere freundliche Rassen auf jeden Fall. Und man kann dieses Mal nicht nur Menschen als Begleiter haben. Das möchte ich verraten. Wer alles aber Begleiter sein kann, das werde ich euch nicht verraten, was es alles als Begleiter gibt. Das möchte ich mir noch bitte als kleine Überraschung aufheben. Ich kann euch nur sagen, wer das Spiel nicht kennt, wird überrascht sein, was man sich hier alles so anlachen kann. Er schaut verwundert. Er schaut es immer noch. Also, irgendwann, ich werde das ersten Perk, ich glaube, ich weiß nicht, wie das heißt, das hat irgendeinen Namen, ich glaube, bessere Auffassungsgabe oder so ähnlich. Wenn ich diesen Perk lerne, dann sehe ich von Gegnern die genaue Trefferpunktzahl. Das ist wie bei Fallout 1 eigentlich. So. Sehr schön, schwer verwundet. Immer noch schwer verwundet. 2 Treffer wahrscheinlich noch. Jetzt speichere ich nochmal vor, was ich habe ab. Nicht, dass uns das Viech jetzt tatsächlich umbringt. Es ist auf dem besten Weg dorthin. Einmal trifft es uns ohne Schaden, dann haut es uns plötzlich 4 Schaden rein. Komm, haust doch endlich um. Nein, warum solltest du auch? Warum solltest du das Viech auch umhauen? Okay, jetzt ist es so immer noch schwer verwundet. Okay, jetzt muss ich es nur noch einmal treffen und es mich wahrscheinlich auch nur noch einmal. Wer macht die Runde? Jetzt sollte ich langsam treffen. Ganz toll. Ja, ich bin tot. Ja, ich hab's schon gecheckt. Ich bin im Arsch. Ich weiß schon, warum ich gespeichert habe. Weil du so blöd zum Treffen bist. Ja, mach weiter so. Wie kann man etwas, das so fett ist und vor einem steht, nicht treffen? Ich verstehe das nicht. Das Gecko geht mir bis zur Taille, das muss man doch treffen können. Hallo? Mit so einem scheiß Speer, da muss ich nicht mal Skill haben dafür. Jetzt haut es mich gleich wieder um. Ja, jetzt muss ich's. Jetzt, wenn ich es jetzt nicht treffe, dann. Ach, komm schon. Könntest du bitte dieses Viech treffen?
Nein. Könnte er nicht. Komm, hau mich um. Dankeschön. Du bist gestorben. Ja, ich weiß, dass ich gestorben bin. Weil der Kampf total bescheuert ist. Bitte. Hau das Viech jetzt um. Ich habe keinen Bock, dass ich... Jetzt trifft er zweimal hintereinander. So, jetzt speichere ich schnell ab, weil ich keinen Bock habe, dass ich jetzt... euch das noch länger antue. Ja, natürlich. Jetzt trifft er, jetzt trifft er, jetzt regelt er. Nachdem er schon zweimal tot ist. Ist da oben noch ein Gecko? Da oben ist noch ein Gecko. Ja, ganz toll. Noch zwei Geckos. Ach, Leute. Werde ich schnell was in den Options, in den Optionen einstellen, damit es ein bisschen schneller geht. Ich brauche Heilung. Danke. Ich muss los. Und zwar werde ich jetzt schnell für diese Kämpfe am Anfang noch etwas einstellen. Und ganz ehrlich, Leute, das ist noch auf leicht gestellt. Jetzt stellt euch das mal auf schwer vor. Mein Charakter ist halt null ausgelegt für diese Anfangssachen, für diese, hey, Nahkämpfer-Zeugs und so. So, Optionen, Kampfgeschwindigkeit, Spielergeschwindigkeit beeinflussen. So, passt mal auf, jetzt müsst's um einige schneller gehen.